So, und jetzt raus aus der Höhle und ja, den nächsten Plasma-Bohnen sammeln. Und noch einen Gegner davor besiegen. Ich weiß gar nicht, wie stark sind die Gegner hier. Ich weiß gar nicht, kann man Bahamut, sollte man Bahamut vor die Geburt holen oder danach? Danach wäre mir lieber, weil ich dann nicht trotzdem bin, aber vor wäre mir auch nicht ganz so viel Angriff zu aufzuteilen, wie Gegner ist. Jetzt bin ich mir sicher, den muss man vor Legol machen. Na egal, hole ich mir Bahamut trotzdem, auch wenn ich ihn nicht brauche. Einfach weil ich Lust habe drauf. Ah, da ist noch 100 und die will ich, die schaffe ich mir los, her damit. Plasma-Steine erhalten. Und ein ziemlich random laufender Dämon. Da, da, und noch einer. Mann, die liegen hier ja. Mann, liegen hier viele von denen rum. Okay, dann in die Richtung. Vielleicht kommt da noch was. Sieht aber weniger. Doch, da ist was. Ah, da ist noch eine. Gehört mir. Und den Gegner auch noch. Gleich vernichten. Der Steinbeister. Ich glaube, ich habe gerade eben Legol zum ersten Mal sprechen gehört im Spiel. Ich glaube, ich habe einen viele sind die Gegner noch alle so schwach. Die wären schon damals kein wirkliches Problem für mich gewesen. Okay. Oh, ich muss gerade mal. Cool, hier komme ich nicht weiter. Ja, was muss ich jetzt gerade nochmal? Ich hab's vergessen. Oh, ich gehe schon mal nach oben. Vielleicht kann man Baumhut auch ohne Plasma-Stein treffen. Versuche es auf jeden Fall mal wert. Und noch ein Plasma-Stein. Sieht aber nicht danach aus, weil er nicht auftaucht. Ich würde dann runter und die restlichen Plasma-Steine suchen. Liegen hier wie Sand am Meer. Einer nach dem anderen. Okay. Scharfrichter aus dem Weg. Ich muss hier durch. Ich muss ein paar Steine finden. War ich in der Höhle schon drin? Nee. Einfach mal reingehen. Wird schon irgendwas drin. Aber ich dachte schon, ich dachte, das ist der böse Weg. Gehen wir einmal durch. Da rein und den nächsten Plasma-Stein mit sich schnappen. Und eine Truhe mit 3000 Schönen Geld. Wobei, ich glaube, ich brauche das Geld jetzt überhaupt gar nicht mehr. Außer ich schaue nochmal in der Zukunft vorbei und rüste mich dort nochmal voll mit allem besten Zeug, was ich habe, aus. Eventuell nochmal Ultima für Gustav, auch wenn ich weiß, dass ich es nicht brauchen werde. Ah, da ist er, ja. Okay. Ah, da muss ein Stein. Ich glaub mal Stein. Ja, damit. Und noch ein Plasma-Stein. Ah. Langsam muss ich die aber mal alle haben. Na, ah, auf dem Weg der Ort. Wir gehen nämlich auch langsam die Höhlen und so aus. Verschwinde. Richtig so. Oh, unter der Brücke. Durch Mengen geplatzt werden, zwar ich es nicht kann, aber. War hier noch irgendwas? Oder. Oh, da ist was. Oh! Bahamut! Was ist das? Bahamut! Jetzt geht's ab. Jetzt darf ich den Drachen in den Arsch treten. Genau, spricht sein Satz.
Limit und Leo. Okay. Ich habe gerade eben entschieden, dass ich doch noch nicht stark genug bin, um den Rotten Tower zu hauen. Und hier jemand nimmt das MP aus. Oh, bin ich gleich konfus. Oh, ist er nicht endlich mal konfus? Wenn Bahamut jetzt konfus werden würde, wäre das so genial. Aber das ist Altkraut. Minimale Wunden. Ich habe noch nicht mal den Heilungstrick dabei. Okay, aber so haut der nicht was rein. Okay, eine Eye-Portion für 50% der Damn. Ah, Konfus, danke. Jetzt wird der Kampf nicht mehr allzu heftig. Okay. Auch wenn das nicht wirklich was bringt. Haut da. Scheiße, haut der Drache. Und der Drache ist tot. Haut am Anfang rein oder danach lässt er mich da klar. Nach einer Internal Tank gehalten und Internal Angel. Wow. Endlich mal ein richtig guter Kampf. Wer ist mit Bahamut aufnehmen kann, kannst du mit jedem aufnehmen. Wenn das nicht mal die Motivation fördert. Wir haben noch eine Aufgabe zu erfüllen. Genau. Da hat er recht, wer der jetzt viel besiegt, der muss wirklich vor nichts mehr Angst haben. Tja, jetzt haben wir den stärksten Drachen des Spiels besiegt. Was dann noch? Holen wir uns mal das Antennel Sword. Das Antennel Schwert einfach. Das, was hier auch ausnahmsweise liegt. Und zwar, vielleicht kann sich noch jemand an die allerersten Episoden erinnern. Ja. Und zwar wieder in den kleinen Wald vom Renosdorf. Und du weißt, die Gegner sind jetzt abartig schwach und für mich nichts bringt, aber genau hier ist das stärkste Schwert, glaube ich, versteckt. Man sieht auch schon die Charaktere schön in diesem Hintergrund. Gut, Gustav nicht wirklich. Gustav, du bist schwach, du bist ein Verlierer. Dam, 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 dam. Da, 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 da. Es ist so schön ruhig an diesem Platz. Ja, was soll ich erzählen? Wir waren ja schon wie vorhin. Mir gibt's nichts Neues, außer dass ich jetzt. Ich hab's schon oft genug verraten, das stärkste Schwert hier hole, was ich hoffentlich in den nächsten 30 Sekunden noch schaffe. Ansonsten packe ich es einfach ins nächste Video. Hab ja noch einiges vor. Und zwar in dieser Höhle, wo wir am Anfang, glaube ich, noch nicht rein konnten, weil wir keine Steine schieben konnten, die ich auch gleich am Anfang mal kurz verschiebe. Das Lustige ist, hier sind die Feinde immer noch so schwach drin. Der haut rein, das ist ja.